Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte, ich schnapp mir schnell mal die Digitalkamera, was für mich persönlich am leichtesten ist. Und ich dachte einfach, wir reden einfach nochmal. Ich versuche, dass ich das Video einfach mal wieder ungeschnitten lasse und ich einfach drauf losreden kann. Ich habe mir über dieses Video nicht wirklich so Gedanken gemacht, aber wie ihr im Titel entnehmen könnt, ist ja jetzt zur Mundschutzpflicht und ich will euch einfach meine Meinung dazu sagen. Und ich habe hier auch schon ein paar, alles in schwarz tatsächlich. Ich habe mir hier welche gekauft und Verena hat mir aus T-Shirt-Stoff welche gemacht. Ja, dazu komme ich jetzt einfach später. Ich will euch erstmal meine Meinung so ein bisschen dazu sagen, denn ich bin irgendwie zwiegespalten. Es wird zwar jetzt dann ein bisschen komisch alles klingen, aber es ist einfach meine Meinung und mich würde es mega interessieren, wie ihr zu dieser Maskenpflicht steht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde es ja in der Hinsicht einerseits gut, wenn man sich, wenn man Bahn fährt, Zug fährt, einkaufen geht, was weiß ich, wenn man sich einfach eine Maske umtut. Finde ich total in Ordnung. Ich habe irgendwie schon irgendwie so gelesen, dass das eigentlich so paragraphisch irgendwie nicht ganz stimmt. Irgendwie wegen Vermummungsgesetz. I don't know. Da bin ich echt raus, aber ich hab schon gelesen, ja, dass das viele nicht so in Ordnung finden, beziehungsweise es gibt auch schon so Petitionen zum Unterschreiben online gegen Maskenpflicht. Wie gesagt, ich finde es ja in Ordnung, wenn du schnell mal eine halbe Stunde einkaufen gehst oder schnell mit der Bahn, mit dem Bus irgendwo hinfährst, finde ich das eigentlich schon richtig, dass man sich einfach was ummacht. Wie gesagt, es muss ja nicht mal verpflichtende Maske sein. Man kann sich ja ein Tuch umbinden, ein Schal ist aktuell ein bisschen schwer, könnte dir ein bisschen warm werden, ne? Aber, jetzt kommt mein Aber. Ich arbeite im Einzelhandel und ich muss tatsächlich auch eine Maske tragen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Es war jetzt 6 Wochen, glaube ich, sind es mittlerweile. War es egal, ob ich eine Maske umhab oder nicht. Wir haben an der Kasse ein Plexiglas, wir haben auch so überall so Aufkleber auf dem Boden, dass man 1,5 Meter mindestens Abstand halten sollte bzw. muss. Und deswegen kann ich das Ganze irgendwie nicht nachvollziehen. Ich habe 6 Wochen gearbeitet. Es war eigentlich jedem alles scheißegal. Hauptsache jeder konnte einkaufen gehen. Was mit uns ist, wie viel Stress wir haben, es war egal. Und es war auch jedem egal, ob wir Mundschutz tragen oder nicht. Und plötzlich nach 6 Wochen, wo sie alles wieder lockern möchten, muss ich Mundschutz tragen auf Arbeit. Und ich habe schon viele gesehen, die geschrieben haben, ja, wir von wegen, ja, bei Krankenhäusern, Ärzte müssen das ja auch tragen und bla 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 bla. Aber da denke ich mir einerseits, ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber ich denke mir so, ihr habt euch den Beruf ausgesucht, ihr müsst ja sowieso öfter Masken tragen, weil ich glaube, die in den Krankenhäusern sind noch besser vermummt. Wie gesagt, I don't know, aber ich verstehe es halt einfach nicht, wieso ich jetzt eine Maske tragen muss. Vor allem, wie anstrengend das ist, wenn ich so Großgetränke räume. Ich habe heute noch frei. Heute ist der Moment, 27. April. Ab heute startet ja das Ganze mit Maskenpflicht. Und ich habe zum Glück heute noch frei. Aber morgen, Dienstag, der 28. muss ich, ja, auch mit Maske antreten. Und ich muss morgen direkt Großgetränke, also Getränkekisten verräumen. Und denkst du, wie anstrengend das wird? Und wie schlimm einfach, I don't know. Vor allem, mein Problem ist halt, ich schieb da wirklich mega Krise, wenn ich diese Maske umhab. Ich weiß jetzt nicht, ich habe eben, wie gesagt, hier so 2 selbstgenähte. Sie sind eigentlich, also sie sind so an sich mega gut, auch mega bequem. Aber irgendwie ist mir jede scheiß Maske, die ich gekauft habe, bestellt habe, zu klein. Ich weiß nicht, liegt es an meinem, ich habe schon einen großen Kopf, ich merke es auch so, wenn ich Caps trage, zum Teil kann ich die gar nicht tragen, weil sie mir zu klein sind, oder ich bin beim Verschluss hinten irgendwie beim letzten Teil so, was man so einhängen kann, also ich habe schon einen großen Kopf, ne, und zudem auch sehr große Ohren,
wo ich habe dann echt Probleme bekommen. Vor allem, wenn ich die jetzt hier, wenn ich sie umbekommen würde, hier so ummocke, mich schnürt das sofort hier hinten ein. Und dann ist noch das andere Problem. Ich muss irgendwie immer gucken, wie ich mir das richte, weil mir einfach meine scheiß Brille anläuft. Und ich bekomme jetzt schon keine Luft mehr. Ich bekomme jetzt schon mega Panik irgendwie davon. Und jetzt bin ich einfach nur zu Hause und sitze hier, ne? Wie wird denn das dann morgen auf Arbeit? Ich könnte jetzt schon im Strahl kotzen. Und das Schlimmste dazu ist halt eben, dass meine scheiß Brille die ganze Zeit anläuft. Und ich weiß, ich habe Kontaktlinsen. Ich trage eigentlich so gut wie auch immer nur Kontaktlinsen, wenn es geht. Aber dieses Jahr habe ich wieder so ein bisschen mit Allergie zu kämpfen. Dieses Jahr ist es wieder so extrem stark. Also mir tun die Augen weh, meine Nase läuft, ich muss auch die ganze Zeit niesen. Ich nehme so Allergietabletten. Aber ich will mich irgendwie darauf immer nicht so verlassen, wie ich habe die gestern auch genommen und hatte wieder diese Anzeichen und wollte halt nicht unbedingt noch eine nehmen. Deswegen, you know, und meine Augen brennen ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass es von jetzt auf gleich weg ist, diese Allergie, sondern es ist zwar da, aber bei mir halt irgendwie nur so gelindert. Also gelindert, sagt man das halt? Gemildert? Gelindert? Gemildert? I don't know. Es ist halt dann nicht mehr ganz so stark. Meine Augen brennen trotzdem, meine Nase kitzelt trotzdem noch. Und ich glaube, ich will keine Kontaktlinsen reinbekommen. Ich werde später definitiv noch versuchen, ob ich welche reinbekomme. Aber I don't know. Ich glaube, ich pack. Ich weiß, ich muss. Ich muss. Ich habe ja keine andere Chance, ne? Aber ich glaube, ich pack's einfach nicht. Ich fühle mich das so eingesperrt, einfach wenn ich den Scheiß hier umhabe. Und ja, I don't know. Ich habe zwar gesehen, es gibt auch welche, die kann man hier so verstellen, also so weitermachen und ja eben kürzer machen. Ich habe schon da überlegt, ob ich mir noch welche hole. Aber da kostet halt einer 15 Euro, dann 4,90 € noch Versand dazu. Und you know, es kann ja auch sein, dass das jetzt eine Woche so gültig ist und dann ist das Ganze vorbei. Den hier hat mir Verena eben gestern noch gemacht. Und mit dem ist wenigstens das Atmen ein bisschen leichter. Aber mein Problem ist dabei, hier läuft mir halt die Brille noch besser an, weil hier habe ich ja diesen Draht drin, der halt dann hier in der Nase anliegt. Und da ist es dann nicht ganz so extrem, deswegen, I don't know. Mir das hier lieber, aber mir läuft da die Brille so extrem an und ich bin so überfordert und überfragt einfach. Vor allem dann kommt eben noch dazu, weil wenn ich die hier aufhab, gut und recht, ne? Viele können die einfach so runternehmen. Ich habe leider dumme Ohren. Wenn ich die runternehme, ich sehe aus wie ein Depp. Ich sehe aus wie ein Depp und mich fuckt das alles so extrem an, wo ich mir denke, so, die Zahlen gehen ja jetzt eh wieder mega zurück und wenn sie sich alle doch so abscheißen, dann hätten die die Läden einfach nicht aufsperren dürfen, noch ein bisschen länger warten sollen oder, ja, I don't know, sagen sollen, ja, die arbeiten, die müssen keine tragen oder, ja, weil, wie gesagt, ich habe hier ein scheiß Plexiglas vor meiner Fresse, wenn ich in der Kasse sitze. Und ich glaube, das dann sollen halt einfach, wenn alle anderen einen rum haben, ist reicht das nicht so dumm, es klingt. Ich weiß, wenn ich einkaufen gehe, würde ich ja eh auch einen rumtun oder wenn ich mit meinem Bus steige oder keine Ahnung wohin fahre. Aber wie soll ich das packen? Man kann ihn wirklich schon mal eine halbe Stunde, Stunde umlassen. Aber wie soll ich das 9 Stunden überleben, wenn ich 9 Stunden arbeite? Zum Teil stehe ich auch 10 Stunden auf der Arbeit. Klar, ich habe dann dazwischen mal Pause. Aber ich glaube, wow, I don't know. Und vor allem, es ist ja trotzdem Ansteckungsgefahr da, auch wenn ich den jetzt umhabe, ne? Und ich glaube, es wird dadurch wieder einfach schlimmer in der Hinsicht, weil niemand mehr den Abstand halten wird. Es war ja jetzt schon so allgemein, wie es hieß, ja, jetzt machen langsam wieder alles A auf oder I don't know, wo es hieß, ja,
jetzt wird's wieder schön langsam. Seitdem hält niemand mehr wirklich Abstand. Da muss ich auf Arbeit die Leute mehr oder weniger wieder anfacken, dass die zurückgehen. Ja, weil, you know, das ist denen jetzt mittlerweile wieder scheißegal. Jetzt ist es schon so lange, jetzt muss ja schon wieder, ne? Deswegen, ich glaube, wenn dann jeder diesen Mundschutz umhat, es wird niemand mehr Abstand halten. Und ich glaube, das wird halt dann wirklich zum großen Problem. Vor allem, wie bereits gesagt, wenn du den mal kurz umhast, okay. Aber wenn ich den Tag für Tag, keine Ahnung, wie viele Stunden umhabe, ich habe halt schon gelesen, man sollte ihn gar nicht so lange tragen, weil sich dann, da kannst du Lungenentzündung bekommen. Und ich mir denke so, ja geil, habe ich den Scheiß um, bekomme Lungenentzündung und dann hänge ich auch da. Ne? Also mich fuckt das alles so an. Und ich weiß echt nicht, ob, ich hoffe es einfach, dass das einfach so Gewöhnungssache mit dem hier ist. Wie gesagt, mir passt halt einfach auch keiner richtig, wegen meinem großen Kopf und wegen meinen großen Ohren. Und ich habe, ja, I don't know. Ich habe auch so Einweg schon probiert, aber die schnüren mich auch so ein. Also hier an den Ohren. Und ich habe so einen letztens jetzt schon mal länger getragen, also zum Ausprobieren. Und ich habe dann direkt Kopfschmerzen bekommen. Deswegen, I don't know, I don't know. Irgendwie ist mir der hier aus dem T-Shirt-Stoff, also den Verena selbst gemacht hat, am liebsten. Aber da muss ich erstmal gucken, dass ich mir hier vielleicht irgendwie einen Draht einnähe, dass das halt hier besser anliegt. Fuck my life. I don't know. Ich hoffe einfach, das wird so schnell wie möglich abgesetzt. Ich finde halt, ja, eigentlich sollte das jeder für sich selbst entscheiden können, beziehungsweise sollte man halt es so machen, wenn du einkaufen gehst, okay, dass du einen ummachen musst, oder wenn du in öffentlichen Verkehrsmittel einsteigst, dass du da einen ummachen musst. Ja, weil wie gesagt, ich sitze hinter einer Plexiglas Wand. Und wenn es jetzt von mir aus auch heißt, so ja, wegen unter Kollegen, ja, was ist dann in der Pause? Sollen wir dann alle einzeln in die Pause gehen? Oder sollen wir beim Essen und Trinken den Mundschutz einfach umlassen? You know? Also, ich weiß, ich kann mich jetzt so viel aufregen, wie ich will. Ich weiß, andere trifft es vielleicht sogar noch schlimmer. Ich wollte auch vorher mit so Krankenhäusern irgendwie da nicht schlecht reden. Wie gesagt, ich bin der Meinung, die haben sich für den Beruf entschieden. Ich habe mich für den Einzelhandel entschieden, beziehungsweise den Lebensmittelmarkt entschieden. Deswegen musste ich jetzt die ganze Zeit auch arbeiten. Hatte ich ja in der Hinsicht auch Pech. Alle anderen konnten fast zu Hause bleiben. Genau. Und ich habe jetzt irgendwie total den Faden verloren, was ich überhaupt sagen wollte. Also, wie gesagt, ich weiß, ich kann es nicht ändern. Ich kann noch so viel rumheulen, wie ich will. Aber ich hoffe einfach, dass sich die irgendwie dann bald irgendwie doch dagegen entscheiden. Dass irgendwie, ja, dass jeder selbst für sich entscheiden kann, dass sie das vorschlagen oder es ratsam wäre. Oder wie gesagt, sagen ja zum Einkaufen und so, dass man da einträgt. Aber nicht die arbeiten müssen. I don't know, ich fühle mich da mega eingesperrt. Ich habe letztens kurz Panik bekommen, wie ich das Teil um hatte, wo ich mir dachte so, what the hell? What the hell? Und ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich noch dazu groß sagen soll. Mich würde halt eure Meinung auch interessieren, weil das kann's doch nicht geben, oder? So, jetzt, wo es besser wird, klar, sollte man das jetzt nicht dann, ja, irgendwie unterschätzen und sagen, ja, jetzt ist es eh so gut wie vorbei, geht man wieder raus. Gut und recht. Aber ich denke mir so, wenn eine scheiß normale Grippewelle war, wo zum Teil mehr Leute gestorben sind, wie jetzt an Corona. You know, da war es scheißegal. Jetzt ist da so ein Virus, der ach so schlimm ist. I don't know. Deswegen, ich hoffe einfach, ich pack das nämlich nicht. Ich glaube, ich pack das einfach echt nämlich nicht. Ich würde dann trotzdem jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. I don't know. Schreibt mir doch eure Meinung mal in die Kommentare. Ich markiere euch jetzt hier noch zwei weitere Videos. Wenn ihr euch die angucken wollt, schaut gerne vorbei. Außerdem würde ich mich mega über eure kostenlose Unterstützung freuen. Durch ein Abo von euch vielleicht, die es noch nicht getan haben. Ich würde dann mal sagen, haut da rein, bis sehr bald und ciao.